Ich habe eh noch keinen Safe Point erreicht. Ich glaube, im Burgen gibt es so keinen. Ich hatte den letzten Mal keinen und ich glaube, es gibt auch noch keinen. Ja, genau. Was das jetzt wohl für ein Kampf gegen Bowser sein wird diesmal? Naja, Kampf gegen... Ich hab's schon wieder getan, ne? So ein Kampf war das ja bisher nie, weil sie immer drunter durchlaufen und, ja, hallo, Axt und, tschüss Boden. Ja, und der Boden unter Luigi hat sich gerade auch verabschiedet. Und zwar schneller als Luigi gucken kann. Oh mein Gott, Luigi kann gucken. Nein! Ey, warum warte ich nicht ab? Ich warte echt nicht ab. Bin ich denn so doof? Ich glaube, ich guck mal, was jetzt bei dem Flammenteil da war. Wenn das ein Pilz ist, kann ich da dadurch vorbeikommen, oder? Wenn ich da hinkomme. Oh Leute, komm, ich wollte das jetzt... Ich wollte jetzt Welt 5 in den 30 Minuten fertig haben. Jetzt sind es 28, die aufgenommen haben. Das schaffe ich doch niemals. Ich will wissen, ob da jetzt ein Pilz drin ist. Ja, ist das. Verdammt, den kriege ich nicht. Mit dem Pilz in den Tod. Okay, lass ich die Sache mit dem Pilz doch lieber. Da muss ich einfach mal mich in Geduld üben und da warten. Aber Geduld ist so eine Sache immer, ne? Weil es kann ja dauern. Ah, jetzt habe ich es aber geschafft. Oh, upsa. Okay. Oh, ich hätte das Spiel jetzt gehauen, wenn da jetzt eine Flamme hochgekommen wäre. Genau wie da. Okay, aber das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Besser als bisher. Das muss man so sagen. Ja, ich darf natürlich auch nicht im Springen vergessen, dann die Richtungstaste weiterzudrücken. Autsch. Okay, das mit den 30 Minuten kann ich vergessen. Dann versuche ich es eben mit 35. Also wenn ihr das seht, dürfte Bowser dann hoffentlich im dritten Part fallen. Also der ab jetzt aufgenommenen. Ach, ist ja auch egal. Ich mache hier Gedanken, die keine Socke interessieren müssen. Außer mich selber, weil ich das ja rendere. Aber bei den ersten Parts habe ich auch gedacht, ich mache 15 Minuten und dann wurden es nur 12 bzw. 11 bzw. 10 der letzte. Also der vierte ist, glaube ich, der letzte gewesen da. Und zwar warum? Weil ich die Scheiße getimt habe. Weil ich doof bin. Ja, nicht weil ich Scheiße getimt habe, weil ich zu unfähig fürs Spiel bin. Oh nein! Luigi! Pack deine Handbremse aus. Wie spät haben wir? 20 nach 10. Okay. Dann habe ich ja noch eine Stunde Zeit rein, theoretisch. Bis TV Total anfängt. Ich glaube, dieses Wochenende kommt auch wieder Schlag den Raab. Freue ich mich. Ich denke mal kurz vor Schluss, ich muss doch hier stoppen. Dann stoppe ich allerdings zu spät. Ach, es ist schon scheiße alles hier. Lost Levels, Lost Chapters, das ist Fable. Gibt's sonst noch was? Ach ja, genau, die TV-Serie Lost, da gibt's auch noch. Guckt hier überhaupt jemand? Ich habe das nie gesehen. Wow, das war knapp. Oh Gott. Och komm, nee, nee. Das ist Beschiss jetzt. Das ist Beschiss. Ich bin ja froh, dass ich den Anfang hier schon relativ sicher drauf habe. Eben bis hierhin. Ja, jetzt langsam krieg ich's auch. Hin. Verdammt, zu früh gesprungen. Oder die Decke kam zu schnell zu nah. Die Decke war's. Ganz sicher. Die Decke war's schuld. Ich muss hier echt nur hüpfen, ne? Das ist total bescheuert. Total bescheuert! Es ist so simpel, aber es ist total bescheuert. Ach komm, ich hätte die Burgen doch bisher immer als am leichtesten empfunden. So, was soll das denn jetzt hier?
Okay, ich könnte die Bock von Welt 4 aber auch nicht so toll. Sobald ich es in Erinnerung habe. Ja, toll, hat jetzt keine Chance. Entweder ein Flammenkreisel da oder ein Feuerball. Da hatte ich jetzt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Katze, gehst du runter von mir? Au! Krall mich nicht! Autsch! Krallt die mir in die Schulter rein. Dieses Klettervieh, das klettert immer meinen Schreibtischstuhl hoch. Um dann auf meine Schulter zu steigen, um dann, wenn möglich, auf den Schreibtisch zu springen. Um dort dann irgendwas zu finden, was er runterschmeißen kann. Ich hasse es. Hab ich die Tür nicht zugemacht? Warum ist die Katze drin? Okay, das verwundert mich gerade. Ich weiß, dass ich keine Katze drin hatte, als die Tür zugemacht habe. Also, wo kommt die Katze her? Ach, will ich mich gar nicht beschäftigen jetzt. So, komm, diesmal klappt es aber, oder? Ich warte ab. 2, 3. Ach, ich spring jetzt. Oh Gott. Muss ich jetzt unten lang? Ich helfe unten lang. Oh, da hätte ich doch hier oben genommen. Verdammt. Oben lang wäre doch besser gewesen. Es gibt keinen Save Points. Ich habe gedacht, das wäre jetzt schon bei Bowser. Na, so kann man sich täuschen. Nicht denken, einfach spielen. Boah, das war knapp. So, wenn das runterfällt. So, und jetzt wollte ich oben lang. Toll, jetzt habe ich natürlich so getimt, dass die beiden unterschiedlich laufen. Okay, ging doch noch. Jetzt muss ich darüber. Und da hoch. Natürlich kommt der Feuerball genau dann, wenn ich da oben hin will. Natürlich. Es ist doch so klar. Mal ganz ehrlich. Es ist alles so verdammt klar in diesem Spiel. Alles wurde genau darauf abgestimmt, um mich zu mobben. Aber auch nur, um mich zu mobben. Weil ich nicht so unfähig bin. No! Ich sag ja, die mobben mich. Wenn ich auf Springtaste drücke, dann springt der Feuerball auch hoch. Genau so ist das. Mario hätte ja gar keinen Spaß, da unten über die beiden Plattformen zu gehen, ne? Nee, das müsste ich mir echt nicht antun. Ja, aber solche Springen muss ich mir eigentlich auch nicht antun. Und warum mache ich das? Weil ich zu unfähig bin. Ah, ja, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe inzwischen. Ich weiß auch nicht, wie viele Continues ich schon genutzt habe. Ich denke mal, 100 werden es schon sein. So gefühlt. Ja, gefühlt sind es schon mindestens 1 Million. Können tatsächlich wird es 100 sein. Nee, unwahrscheinlich. So, spring hoch, Feuerball. Sag ich ja, wenn ich springe, dann springt er auch hoch. Na. Nächstes Mal noch auf das Ding achten. Ach, jetzt hänge ich auch schon Ewigkeiten an diesem Level dran. Macht das einen Spaß. Bald kann ich hier blind durchhüpfen. Ich will es aber nicht versuchen. Irgendwie. Soll ich mich jetzt beruhigen, dass ich immerhin... Ich reg mich nicht mehr über die Feuerbälle auf. Ich habe inzwischen kapiert, was die Feuerbälle vorhaben. Die springen immer, wenn ich springe. Also muss ich einfach mal fake springen. Ich glaube, das ist am besten. Scheiße.
Ich frage mich echt, ob die meisten, die sich das hier angucken, sich vom Bildschirm einen ablachen, ey. Und einfach nur denken, wie unfähig ich eigentlich bin. Naja, sollen sie mal besser machen, wenn sie das noch nie gespielt haben. Na, wie soll man hier einen Fake-Sprung machen? Da kommt das scheiß Feuerding. Das klappt nicht. Ich muss einfach schnell durch. Irgendwie. Ja, diesmal kommt er nicht hoch. Ja, ja, schon klar. So. Wie war das jetzt hier? Oben lang, ne? Oben lang. Sobald das Ding... So, jetzt... Wumm! Okay. Jetzt kommt die Stelle nochmal. Oh, das ist ein langes... Scheiße! Ey, ich wette, nachher Bosa gewesen. Ich wette es. Ich wette aber nichts drauf, weil sonst ist das sowieso ja falsch. Ach, immer dieses Sprunggeräusch, ey. Ich weiß nicht, irgendwann gibt es auch auf den Nerv. Genau wie die sich 3000 Mal wiederholenden Melodien. Jetzt habe ich es natürlich ganz unpassend getimed. Ja, das war ganz unpassend. Warum könnte sie nicht schon von Anfang an anfangen zu drehen? Das wäre doch viel einfacher, oder? Ja, okay, die Frage ist, wie würden sie sich dann drehen? Wenn sie parallel zueinander wären, dann wäre das natürlich ganz gut. Hm, naja. Da ich es nicht weiß, Moment, ich mach jetzt. Ah, scheiße, das war auch blöd, ne? Das war blöd. Okay, da muss ich unten lang jetzt. Oben habe ich keine Chance so. Das heißt, ich muss jetzt da hochspringen irgendwie. Und natürlich kommt der Feuerball direkt wieder. Perfekt getimed. Mit 35 Minuten wurde es auch nichts. Sind schon mal bei 40. Mann. Ich glaube, ich nehme doch nur Welt 5 auf. Welt 6 habe ich, glaube ich, keine Lust mehr. Keine großartige. Ich glaube, ich nehme eine Stunde auf und wenn ich bis dahin das hier noch nicht geschafft habe, dann mache ich es nächstes Mal weiter. Also, nee. Ernsthaft. Es geht gar nicht. Mein Respekt an alle Leute, die das in... Ach, keine Ahnung, was, wie schnell durchspielen, ne? Naja, die kennen das wahrscheinlich auch. Und wenn man das nicht kennt, das Spiel, dann ist das einfach unmöglich, das in... ich weiß nicht, 2 Stunden durchzuspielen, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie schnell die Leute sind hier drin. Ah, so laufen sie gut, so laufen sie gut. So, genau. Jetzt da. Schnell hoch. Und schnell vor dem... No, ey, der rutscht weiter. Er rutscht weiter und weiter. Er rutscht. Oh, diese Rutscher da oben sind so unnötig, aber Luigi ist so... Oh, der stoppt nicht so schnell. Da wäre Mario wieder besser, aber der springt nur scheiße. Ach, ist doch ein Teufelskreis hier, ey. Mal ist der besser, mal ist der besser. Wenn man beide kombinieren könnte, wäre es am besten. Ach, aber das kann man natürlich nicht. Von daher... Was reden wir über Sachen auf, die es eh nicht gibt? Ich weiß es nicht. Oh, okay, jetzt haben wir gestoppt. Und Bowser, Bowser? Immer noch nicht Bowser. Jetzt guck mal in die Flammen. Oh Gott, Leute. Jetzt verarscht er mich aber. Ah, jetzt ist Bowser, okay. Oh, was mache ich denn? Wieso springe ich?